der letzten Episode. Also, du hast den Hammer abgelegt. Halt, hinter dir. Halt, hinter dir, hinter dir. Jetzt wird schon wieder gebissen. Jetzt hammer ihn endlich. Was? Warte. Nicht. Doch. Tatsächlich. Krass. Es geht manchmal tatsächlich auf. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Project Zomboid in der Episode 37. Da muss ich jetzt doch tatsächlich mal nachschauen. Das war mir so nicht klar, wo wir gerade sind. Ja, okay. Ja, wir sind Rhoda Edwards. Wir mussten leider wieder von vorne anfangen. Wir sind auf der Polizeistation gestartet. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass es schon relativ spät ist. Tatsächlich. Wir sind aber noch nicht wirklich müde. Ach du Schande. Okay. Ja, Junge, was ist das hier? Halt. Da kommt noch einer. Die da unten sind aber eher... Oh, der hat einen Rucksack. Hervorragend. Wir haben zwar eine Tasche. Wahrscheinlich ist es auch egal. Ich bin hier die Polizei. Die unten sind erstmal egal. Okay. Schraubenzieher. Ja, den nehmen wir gerade mal mit. Was geht denn eigentlich in die Tasche rein? 15. Ja gut, das ist schon eine ganze Menge. 9 mm Patron. Achso, die war auch Polizistin. Okay. Kannst du die bitte nehmen, wenn ich doch das mal kugelsichere Weste. Das ist halt wieder ziemlich geil. Also die haben wir schon an, okay. Warte mal. Die holen wir mal raus. Mal schauen, dass ja nicht irgendwas in der Zwischenzeit auf uns zukommt. Schulrucksack. Hat Auffassungsvermögen 15, hat irgendeinen Stift drin, okay. Armbanduhr ziehen wir uns gleich mal an. 20:50 Uhr. 50 ist tatsächlich sehr spät, okay. Okay. Ansteckbare Krawatte. Hm. Naja, das brauchen wir ja nicht. Genau, komm mal schön her. Was ist hier los? Dickschädel. Okay. Noch eine Armbanduhr, okay. Die bringt uns nichts. Die Vitamine nehmen wir gleich mit. Hm. Ja, wir hatten auf der Karte gesehen, dass hier links unten, genau, so eine relativ große Fläche ist, paar Wohngebäude und irgendwie Industrie. Und das wäre so auch so, wo ich sagen würde, wir gucken da uns das mal an. Weil das ist auf jeden Fall erstmal weniger Zombies für so, ich bin mir nicht so sicher. Das ist ein AK, okay, dann ist das wahrscheinlich Agrarwirtschaft, schätze ich mal. Hm. Du hast Durst. Ach, wir haben noch nichts zu trinken gefunden. Okay. Gut. Halt. Da. Okay. Noch eine Armbanduhr. Karte von March Ridge. Naja, das ist hauptsächlich Wohngebiet anscheinend. Ja, wir packen die erstmal die... Hinter uns rein, die Tasche. Drei Zombies da unten. Okay. Da oben.
oben ist auch ein Dreierpack. Ein Zweier geht immer noch, aber drei, das ist halt doch manchmal schon wieder kniffliger. Ja, folgt mir mal. Dann machen wir es halt so. Dabschädel. Wird es dir gleich warm, echt? Und das brauchen wir nicht. Wieder so ein Messerchen. Mal gucken, was haben wir für Schuhe an? Sneakers. Wie ist denn das? Sind die Lederschuhe besser? Ja, dann zieh die mal an. Halt, so weit rein zu musst du nicht. Okay. Uiuiui, ein 5er-Trupp oder so ähnlich. 4er. 2. Sind dort wieder? Okay. Ja, es sind ein paar verteilte. Nur gucken, dass hinter uns einem nichts auftaucht. Noch eine Karte von Louisville. Mhm, sehr schön. Also scheint da so viel Schmuck. Geh mal auf die Karte. Ich will gerade mal schauen, wo wir jetzt eigentlich sind. Mittendrin sozusagen. Okay, das ist noch ein ganzes Stück zu laufen. 3 sind dort, okay. Nochmal. Ach du Schande. Ja, das ist nicht einfach. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein ganzes Stück zurücklegen, bevor wir überhaupt zu dem Gebäude kommen. Da ist wirklich viel los. Die waren alle ein bisschen weit auseinander. Lederhandschuhe. Oh, Militärstiefel. Die sind gar nicht so schlecht. Schutzhelm. Hat der große Isolierung? Hat er nicht. Dann anziehen. Dann ist mir der wichtiger als hier der Polizei-Deputy-Hut. Die Militärstiefel haben halt super Isolierung. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich möchte. Da unten scheint es lustigerweise auf dem Feld mehr los als... was ist da ganz oben? Die Ausdauer. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Durst ist relativ... Die Ermüdung geht, okay. Bisschen nach oben. Ah ja, gut. Was ist das hier? Achso, ist ein Regal. Noch ein Schraubenzieher, okay. Ist relativ finster. Warte mal, wir haben hier doch einen Lichtschalter. Bisschen leiser, bitte. Trink erstmal was. Gut. Hunger hält sich noch in Grenzen. Ah, okay, da kommt er gerade. Wo ich die Ananas sehe. Halt, was war da auf dem Herd? Stale gekocht Huhn, Langeweile, Unglücklichkeit.
Egal, rin damit. Das ist das Futter, das wird gegessen. Frisch ungekocht Pasta, ja, das ist wieder... Selbst wenn du die kochst, ist die dann nicht geil genug. Haben wir Nudeln? Halt, was war da drin? Die Ausgangssperre beginnt um 18 Uhr. Bitte bleiben Sie in den Häusern, was? Langeweile geht runter, okay. Können wir was lernen? Halt, warte mal. Mal gucken. Haben wir irgendwas, was wir lernen können? Langeweile geht runter, okay. Nee, haben wir nicht. Okay. Pile o' Creep. Lernst du irgendwas? Ah, du lernst kochen jetzt, oder was? Das war's erstmal, okay. Haben wir was gelernt? Nee, eigentlich haben wir nichts gelernt, okay. Wohl, das war wohl nur Unterhaltung anscheinend. Nudelholz, Kochtopf, warte. Den Kochtopf nehmen wir uns. Dosen öffnen haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Da sind wieder Futter dabei. Dann nehmen wir uns gleich mal was mit. So, was ist hier noch gefroren? Ein Haufen Futter, geil. Das ist das Bad. Komm, wir waschen mal die Kleidung. Und uns selber. Achso, ja, den Topf halt. Da war noch was. Wir wollten ja den Topf befüllen. Die Flasche haben wir bisher noch nicht gefunden. Den Kochtopf werde ich jetzt auch nicht mit mir rumschleppen, natürlich. So, dann kommt er dahin. Nudeln haben wir jetzt nicht gefunden. Das heißt, die Pasta ist dann mehr oder weniger uninteressant. Sportshorts. Kurzärmeliges Hemd. Ein Gewehr ist hier drin, krass. Jacke, Jeans, okay. Dann müssen wir mal auf die Karte. Wir sind jetzt schon hier runter. Das ist schon tatsächlich ein ganzes Stück. Okay. Dann machen wir das mal so. Halt. Wir packen die Munition mit da rein. Ja, den Schraubenzieher behalte ich erstmal. Mehr ist hier tatsächlich nicht. Halt, hier unten ist noch ein Regal. Kfz-Mechanikband 1. Und ein Kochmagazin. Brotteig herstellen, Kekse zubereiten, Pizza zubereiten. Das ist ja super. Aber pennen können wir eh noch nicht. So wirklich müde sind wir nicht. Dann lernen wir das Kochmagazin. So, gut. Bereits gelesen. Okay, dann platzierst du das einfach mal hier schön auf dem Bett. So, wie ist denn das, wenn du jetzt schläfst? Ja, ich möchte jetzt wirklich schlafen. Bis wann schläfst du dann? Schon ein Stück, okay, alles klar. Was kommt gerade im Fernsehen? Ich nehme mal den Sender. Die Cookshow, super, alles klar. Und wir lernen derweil Kfz-Mechanik, das ist ja nicht schlecht. So, das war's. Damit sind wir auch erstmal fertig mit Lernen. Das ist krass. Im Fernsehen lernst du es schneller, als wenn du liest. Das heißt, wir brauchen Kochen Band 1 und 2, Band 1 nicht mehr. Ja doch, für Level 2 schon. So, dann schnappst du dir mal den Lachs. So, den packen wir jetzt hier. Warte mal, gib dir mal die Pasta. So. Nee, wenn du jetzt, kannst du irgendwie... Pastatopf. Weitere Zutat hinzufügen, Marinara als Gewürz, okay. Gut. Kannst du... Das kannst du nicht so dazufügen, echt? Pastatopf, zufälliges Gewürz, Pfeffer. Hm. Naja gut. Dann bitte einschalten. Und beides in den Ofen. So, mal gucken, was mit Unglücklichkeit passiert. Wir haben halt keine Nudeln. Hier drin ist nur Marinara und Pfeffer. Wir könnten Müsli reintun.
ist bestimmt lecker. Das kocht immerhin schon mal. Das taut auf. Ja, trinken. Da haben wir natürlich ein Problem, weil wir noch keine Flasche gefunden haben. Okay, das kocht jetzt erst. Die Pasta, wenn die fertig gekocht ist. Hat immer noch 12 Unglücklichkeit. Tja. Essen. Oder nehmen. Nennt sich das dann? Du kannst es nicht essen? Du kannst ihn nicht essen, nicht? Gut. Mal ausgießen. Da kann man es nicht ändern. Was ist denn hier drin? Nichts. Gut, dann befüll auch den Kochtopf. Okay. Dann stellen wir den Alt auch hin. So, was macht der Lachs? Der kocht noch, okay. Braucht relativ lang, aber das weiß man ja. Essen alles. So. Nee, komm, isst den Lachs bitte weiter. So, dann trinken wir nochmal und dann können wir mal gucken, was hier noch auf dem Gelände ist. Nee, nicht Fenster. Hallo? Du kannst gerade nicht trinken, okay. Ja, warte mal. Dann, achso, das Feuerzeug kann man erstmal in den Rucksack tun. Auch wie das Müsli-Riegel, also Umhängetasche. Genau, hier drüben ist noch ein Industriegebäude. Das ist wahrscheinlich alles so ein bisschen bauernhofmäßig. Schätze ich mal hier jetzt in der Gegend. Wir hatten natürlich schon Glück, dass hier... Ach du Schande. Dass da gleich offen war. Dann gehen wir halt erstmal zu dem Gebäude, wenn da nur ein Zombie voraussichtlich ist. Okay. Päckchen mit Tomatensaat, gut. Mhm. Dann lass uns mal in dem Haus weitergehen. Naja, da regnet's. Da haben wir jetzt nicht irgendwie eine Spezialeigenschaft. Wir haben sowieso relativ wenig Spezialeigenschaften. Na, die Tür ist auch offen, okay. Jemand hier? Nö. Scheint war das Radio oder so an, oder was? Nö, das ist aus. Da gibt's noch Nox Talk. Na gut, ist halt batteriebetrieben, das bringt uns erstmal nichts. Okay. Ein bisschen was Gefrorenes, okay. Eine Gitterpfanne. Dose mit gepökeltem Rindfleisch. Mikrowelle. Leider kein Popcorn hier. Nein, mach mal wieder zu. Hallo. Gut. Niemand hier drin? Ja, anscheinend auch nicht. Okay. Eine Hose? Ah, oh, das ist nicht irgendwie. Ich dachte, wäre noch ein Schachtel oben drauf. Weiß aber nicht, wie alt die ist. Leerer Schrank. Hm. Hier ist nix. Ist nur einetagig das Haus. Gut. Ja, dann... Wobei es dann auch egal ist, wenn die Tür eh offen ist. Ist das nur so ein Durchgang oder was? Oder geht man die Hocker? Nee, ist es nicht. Es ist halt so ein Scheunenschuppen. NPK-Dünger. Gott, das ist nichts. Mhm. Schraubenschlüssel, Leitkegel, Sandsack. Was man halt so braucht auf dem Bauernhof.
Schlosserhammer. Halt. Bleib mal da drauf. Gipsack mit Gips. Autoreifen regulär. Typ Sport. Na, den brauchen wir auf jeden Fall auf dem Bauernhof. Die Fässer sind nur Deko, okay. Dann müsste doch hier die Straße rauf. Da ist das nächste Haus, okay. Mhm. Geh mal lieber ein bisschen über den Acker. Vielleicht nicht ganz so sehr über den Acker. Oh, wir sind schon auf plus 1 Schleichen, echt? Sehr erfreulich. Ah, da kommt schon einer. Zwei Cowboys. Drei, okay. Beide ihre Hüte verloren. Nix da. Gut. Alles klar. Rot digital. Dann nehmen wir uns die doch mal. Alles klar. Da haben wir nämlich jetzt auch die Temperatur. Zumindest die Außentemperatur oder am Armtemperatur. Jeanshemd hat auch ein bisschen. An Schutz. Noch mehr Stiefel. Ja, die Cowboy-Hüte ist mir egal. Die ziehe ich jetzt nicht an. Plus 1 Leichtphysik. Leichtphysik. Mhm. Da wurde geschossen. Uff. 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 Das sind auf einmal wieder sehr viele. Ja, das Haus eignet sich nicht gut zum Verstecken, das muss man leider sagen. Okay. Ja, wir haben jetzt halt die alle an der Backe, das ist ein bisschen blöd. Die gehen aber alle nach rechts, weil von dort auch her das, die Schüsse kamen. Kann jetzt leider nicht auf die Karte schauen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Land gewinnen. Gut, Land gibt es genug auf jeden Fall. So, wie kann man sagen? Naja, die sind nicht so zahlreich. Mal gucken. Ja, wir werden natürlich nass. Das ist auch nicht so günstig. Gibt hier relativ viele Zombies. Dafür, dass wir hier mitten auf dem Land sind, das ist echt erstaunlich. Ist das die ganzen Erntehelfer oder was? Was ist das hier? Ist nichts mehr übrig. Ach, das ist nicht gut hier. Mhm. Ja.
Tja. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo geht man jetzt am geschicktesten lang? Vielleicht schlagen wir uns mal ein bisschen in die Büsche. Wobei, das sind auch Zombies, da vorne sind auch noch mehr. Ach du Schande. Das ist natürlich jetzt total dämlich. Gut, dann schlagen wir uns als Axtfrau halt in den Wald. Eine andere Möhe. Ja, gut, da gibt es natürlich auch die Waldschrate, das ist klar. Ein bisschen mal reinzoomen hier, dass wir da gut um die Bäume halt herum navigieren. Finsterer Wald. Ist der Schwarzwald wahrscheinlich. Eieieiei, das ist natürlich genau das richtige Wetter hier. Na, ganz tief im Wald scheint wohl keiner mehr zu sein. Wir müssen trotzdem erstmal ein Stück laufen, damit wir da wirklich sicher sein können. Da hier den Großteil abgeschüttelt zu haben. Aber so mit Großteil sieht das nicht aus. Hier ist anscheinend noch die fette Waldparty im Gange. The Forest Rave. Da linke Hand sind noch mehr. Man hängt die natürlich super ab im Wald, das ist klar. Aber wenn du natürlich dann ständig auf neue stößt, das hilft dir dann nicht wirklich. Okay. Das war wohl erstmal der Wald. Kurz mal nach hinten gucken. Sieht frei aus. Dann lass uns mal wirklich immer auf die Karte gucken. Naja, wir sind jetzt hier drüben, okay. Die essen da oben, okay. Will ich sie nicht weiter stören? Eine Zeitschrift, okay. Naja, ein paar haben es doch durchgeschafft. Was ist das hier für eine Fläche? Ist das ein Flughafen oder was? Nee. Ein Knast vielleicht. Knast-Zombies sind drin. Haben wir mal das erste mehr als zweietagige Haus hier? Cool. Ah ja, jetzt sind wir hier drin, okay. NPK-Dünger. Ja, das sieht nicht nach Knast aus. Wobei er auf jeden Fall das nach Knast aussieht irgendwie. Ah, kommen sie nicht raus. Jetzt stehen sie da unten vor der Tür, okay. Okay, was sagt denn die... Achso, sieht man das überhaupt, wie nice die Kleidung ist? Nee, sieht man nicht. Nur verschmutzt halt. Wie sollen wir eigentlich Socken an? Vor allem lange Socken. Das T-Shirt ist wahrscheinlich auch zu viel. Hallo, kannst du bitte ausziehen? Dass wir da ein bisschen Temperatur regulieren. Ja, ich sehe nämlich schon. 37,26 ist ein bisschen too much. 2,5, okay. Wir haben nichts zu trinken dabei. Immer noch nicht. Schau mal auf die Karte. Oh, so ganz weit raus wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, das ist vermutlich Knast, schätze ich mal. Ja, definitiv. Interesting. Gut, das bringt uns natürlich hier oben relativ wenig. Ich habe jetzt aber auf der Karte nicht mehr Gebäude gesehen. Hier drüben, das hat er gerade nicht gesehen. Und das ist wahrscheinlich die Zufahrtsstraße zum Knast. Das wäre natürlich ein Knast, finde ich super. Bringt uns überhaupt nichts.
Na ja, gut. Vor der Tür stehen natürlich jetzt Zombies. Das kommt halt auch nicht anders raus hier. Das ist natürlich nicht so einfach. Bin ich mal gespannt, wie wir das schaffen. Nee, anscheinend nicht. Die sind abgehauen, echt? Ja, anscheinend. Es dauerte denen zu lang. Ah, da kommen sie. Das sind nicht so viele. Damit wir die mal loswerden. Gut, liegst du da. Handwerkerhemd, Streichhölzer. Noch eine Digitaluhr. Der Rest ist eher egal. Gut. Halt? Nee. Okay, dann müssten wir jetzt mal... Naja, das ist halt alles... Ja, dass hier natürlich nicht weitere Gebäude sind, das ist natürlich klar. Es scheint hier aber... gut, die Musik ist natürlich noch sehr spannend. Ist wohl unser Schicksal, von der Polizeistation in den Knast zu kommen. Hm. Das waren mir zu viele Zombies da drüben. Da müssen wir doch eine andere Richtung einschlagen. Und da es hier nicht so viele gibt, ist die andere Richtung dann relativ klar. Aber in dem Wald. Ja, so rum ist es ein bisschen schwieriger zu laufen tatsächlich. Weil man da in sozusagen die ausgeblendeten Bäume läuft. Halt. Ist nur einer, oder? Anscheinend. Meine Güte, also manche, den musst du halt wirklich permanent aufs Maul geben. Ich versuche ein bisschen die Bäume zu erahnen, aber das ist nicht so einfach. Jetzt werden wir wieder nass. Naja. Das ist alles Wald hier. Ja, da kommt erstmal nur Wald. Ja. Da zumindest ist es die andere Richtung als da, wo die Schüsse herkamen. Okay. Hast du was zu essen dabei? Gut. Nee, nichts zu essen. Nimm sowieso selten was zu essen dabei. Muss man dazu sagen. 15.30 Uhr. Allzu lang will ich natürlich auch nicht unterwegs sein. Okay, da sind wieder ein paar. Nix Interessantes. Da kommt gleich der Nächste. Solange die Einzelnen kommen, ist mir das alles recht. Okay. Nur mal kurz. Mhm. Eine Karte von Louisville. Und ein Stift. Haben wir Stifte? Ja, haben wir schon. Da drüben ist noch einer und... da sind noch drei, vier, fünf. Okay.
wenn der sich nur umdrehen würde. Klamm, such einen Unterstand oder du fängst dir den Tod. Wir sind bei 37,35 Grad. Doch erstmal eine andere Richtung einschlagen. Ja, das mit dem durch den Wald laufen, das hat man auch schon. Ganz so viel zu sehr möchte ich natürlich auch nicht in der Hocke, dann bist du halt ewig unterwegs. Scheint keiner hinter uns zu sein, dann lass uns mal auf die Karte schauen. Okay, zumindest nichts zu sehen hier. Wie man sieht. Der Hunger wächst so langsam auch. Durst ist auch relativ hoch inzwischen, dehydriert. Kalorien sinken uns unermesslicher. Eieieiei. Halt, bevor wir da weitergehen. Da drüben war ein Gebäude zu sehen, okay. Auch schon 16:30 inzwischen. Tag wird nicht besser. Nur ab und zu mal schauen, wohin man reinläuft. Kann nicht weiter rauszoomen, das ist tatsächlich das Maximum. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das in den Einstellungen noch zu ändern. Es gibt sicherlich auch Mods dafür, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, da oben ist einer. Das geht aber noch. Gucken, was im Haus dann los ist. Okay. Davor ist auf jeden Fall ein bisschen die Party. Ja, die gehen meistens dann schon auf, tatsächlich. Das ist echt lustig. So, was du jetzt als erstes machst, ist was trinken. So, das war schon mal wichtig. Hier gibt es auf jeden Fall Futter, okay. Dose mit Sardinen. Komm, öffne die mal. Und iss sie mal. Was ist mit dem Radio? Das machst du mal aus. Das war zum Glück nicht zu laut. Batterie ist auch schon ziemlich runter. Hast du fertig gegessen? Nee, hast du nicht. Okay, kannst du wieder weiter essen. Klamm. Immer noch Klamm, okay. Okay, warte mal, halt. Füll mal die Dose mit Wasser, dann nehmen wir die erst. Nein. Was ist denn das? Du kannst die Dose nicht mit Wasser füllen, echt? Das ist blöd. Ich hätte jetzt gedacht, dann nehmen wir die zur Not als Flasche. Als Flaschenersatz. Aber das geht leider nicht. So, das heißt, wenn ich jetzt hier... Ich kann auch den Bräter nicht mit Wasser füllen, okay. Was ist mit der Tasse? Können wir die... füllen und mitnehmen. Wahrscheinlich. So, was hat denn der Kühlschrank? Schmalz, ja, super. Nee, danke. Dann lassen wir das erstmal mit dem Futter. Nur kurz gucken hier wegen Tür. So. Ah ja, das Schlafzimmer. Schmerztabletten, sehr gut. Das ist schon mal super. So, was sagen denn unsere Zustände? Wir haben, glaube ich, ein bisschen Langeweile. Okay, aber unglücklich haben wir nichts. Haben wir nicht was gegessen mal mit Unglücklichkeit? Stift. Anscheinend nicht. Oder das hat sich schon wieder gegeben, weil du halt Zombies töten konntest, oder was? Und im Knast war's. Ja, komm, zerreiß das mal. Ja, zerreiß das mal. Dass wir ein paar Stofffetzen haben. 4. Gut, super. So. Bitte, du kannst nicht alle, ist nicht genug Wasser da, okay, kannst du hier alle Kleidung waschen, Gott.
Gott. Und dann dich selber. Was ist jetzt? Bist du müde, gell? Ja, ja. Ist ja viel gelaufen heute. Fernseher haben die nicht. Das ist lustig. Noch ein Schlafzimmer. Ja, das bringt uns nichts. Beziehungsweise doch einen roten Stift könnte man mitnehmen. Gut. Viel mehr werden wir heute nicht machen. Das heißt, wir kümmern uns direkt hier um. Nein, nimm dir das mal wieder. Halt, du sollst das lesen. Ja, ich denke bis 22, 23 Uhr. Was zu essen sollten wir auch irgendwann noch sich holen. Warte mal, dann schmeißen wir mal was in den Ofen. Und lernen derweil, wer bis das kocht halt. Nicht das Schmalz. Aber so ein Schinken, weißt du? Wobei, den musste, glaube ich, nur aufwärmen, oder? Naja, werden wir gleich sehen. So. Lesen bitte. Ja, genau. Den isst man dann einfach so. Minus 1200 Kalorien fast. Krass. Gut. Immerhin 390. Naja. 21 Uhr. Da haben wir zumindest erstmal den Hunger gestillt. So, bitte weiter lernen. Bisschen können wir noch. Müdigkeit ist aber schon ziemlich übel. Okay, ich denke, das reicht. So, dann ab ins Bett. Ja, bitte. Und ja. Sind Sie sich wirklich sicher? Wir wachen aber anscheinend trotzdem mitten in der Nacht jetzt auf. Na, es geht gerade so. Okay. Gut. Ja, vom Knast über, von der Polizeistation über den Knast wieder zu einem Art Bauernhaus oder so ähnlich. Wir sind jetzt. Ja, wir sind hier gestartet, Leute. Eine riesen Strecke zurückgelegt, weil hier irgendwo geschossen wurde. Und dann kamen hier die ganzen Zombies, die hier alle waren, während wir hier unten waren, alle darüber. Also mussten wir fliehen. Und hier unten ist jetzt auch nichts weiter an Gebäuden zu sehen. Das heißt aber nichts, weil die Grenze zu dem nächsten Element ist schon relativ nah. Müsste man sich mal angucken. Ein bisschen aufpassen mit Zombies. Wie ist das eigentlich mit diesem Schlagstock? Nimmt der ab? Aber nur ganz langsam. Okay, alles klar. Ja, wir haben sonst nichts. Also wir haben Schraubenzieher, das ist aber auch alles und Feuerzeug. Aber das, ich weiß nicht, ob man Zombies anzünden kann. Dann machen wir in der nächsten weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.